Thank you.
living body, as a living chain. These rotational centers, various degrees of mobility. Contradiction in mind, I have chosen to improvise first in class in the application of these principles so that each can find herself in space and time before beginning to work with. Which should serve to train the eye. To capture. Recognize the movement.
Thank you.
What makes Argia different from other cities is that it has earth instead of air. The streets are packed with dirt. Clay fills the rooms to the ceilings. On every stairway is another stairway set to nail. Over the houses hang layers of rocky terrain, like skies and clouds. We do not know if the inhabitants move about the city. Widening worm tunnels and the places where the roots twist. The dampness destroys people's bodies, and they have scant strength. Everyone is better off remaining still, prone. After all, it is dark. From up here, nothing of Argia can be seen. Some snake is down below there, and we can only believe. Sometimes, at night, putting your ear to the ground, you can hear a door slam. Nach 7 Tagen Fußmarsch durch ausgedehnte Wälder kann einer, der nach Bautschi geht, es nicht sehen und ist doch schon da. Die dünnen Stelzen, die sich in regelmäßigen Abständen von der Erde erheben, über den Wolken verlieren, tragen die Stadt. Man gelangt mit Leitern hinauf. Auf der Erde erscheinen diese Einwohner selten. Sie haben bereits alles Notwendige gerufen. Sie kommen lieber nicht herum. Dazu berufen, die Anweisungen für Phönizias Gründung zu erlassen, bestimmten die Astronomen auch den Tag nach der Stellung der Gestirne. Sie zogen über Kreuz die Linie des Halbmondes des Dekumanes
Die eine nach der Sonnenbahn orientiert, die andere nach der Bahn, um die sich die Himmel bewegen. So unterteilten die Grundfläche den 12 Häusern des Tierkreises entsprechend. So dass an jeder Stadtteil den rechten Einfluss günstiger Konstellationen erliegt. Die bezeichneten Punkte, wohin den Mauern Tore geöffnet werden sollten, in der Vorausschau, dass ein jedes innerhalb der kommenden 1000 Jahre eine Mondfinsternis tragen würde. Paranizia, so versicherten sie, würde die Harmonie des Firmaments widerspiegeln. Und die Gnade der Götter würde dem Geschicken der einzelnen Formen geben. Genau nach den Berechnungen der Astronomen wurde Paranizia gebaut. Und verschiedene Völkerschaften kamen und besiedelten es. Die erste Generation der Paranizia Geborenen wuchsen dann in Mauern heran. Und auch sie haben in das Alter zu heiraten und Kinder zu haben. Heute begegnest du auf Paranizias Straßen, Plätzen, Krüppeln, Buckligen, Zwergen, krankhaft aufgedunsenen und bärtigen Frauen. Paranizias Astronomen sehen sich vor die schwierige Frage gestellt, entweder einzugestehen, dass alle ihre Berechnungen falsch waren und ihre Zahlen den Himmel nicht ausdrücken können, oder kundzutun, dass die Ordnung der Götter eben die ist, die sich in der Stadt der Ungeheuer widerspricht.
Mhm.